Das ist, glaube ich, der Scharfschütze, von dem sie redet, ne? Jetzt hau doch ab da! Komm. Weg damit. Kopf unten halten und immer schön der Nase nach. Scheiße. Das müsste die Garage sein. Schwer bewacht. Wie ich die kenne, haben sie irgendwas Wichtiges da drin. Vielleicht kriegst du Zugriff aufs Sicherheitssystem. Bist du fünf oder was? Komm raus! Wie habt ihr mich denn jetzt böser bitte? Böser Nutzer. Böser Nutzer. Warum denn so schüchtern? Den Typi drin. Bist du fünf oder was? Komm raus! Okay, verbinden wir uns mal damit. Puh, ich bin gerade etwas böser Nutzer, genau. Nicht die Mama, nicht die Mama. Ach ja. Ich glaube, der Typ, den du da hingelegt hast, sich durch den Boden. Achso, hat sich durch den Boden gebackt. Ja, das kann gut sein. Ich denke auch. Das wird gewesen sein, was dort geschehen ist. Tja, mehr schaffe ich jetzt eh nicht, ne? Na gut, doch. So gerade. Warum denn so schüchtern? Sieh dir die Sicherheitsaufnahme an. Ja, gute Idee. Kann ich das Tor wieder zumachen, bitte? Dankeschön. Ich werde auch sachte sein. Ich brauch. Das war richtig gut. Als Computer. Also sie sind so ein bisschen auf Alarmbereitschaft, aber nicht so ganz. Ist das das Büro, wo ich drin war? Jetzt ist komm. Jetzt ist wurscht. Jetzt reicht's mir. Aber bis hierhin hat's echt gut geklappt. Schnauze. Teilen. Aktueller Bedarf.
Alter, geh mir doch nicht auf die Nüsse hier, Mann. Komm, weil du's bist. Was ist los? Oh. Oh. So. So, nee, Remote übernehmen. Ah, okay. Huch. Warum denn so schüchtern? Okay. Ich darf mich wieder nicht bewegen. Och man. Das ist doch jetzt Kacke. Warum darf ich mich jetzt nicht bewegen? Ich häng fest. Ich, ja. Darf ich mich irgendwie... Es tut mir leid, Leute. Ich muss neu laden. Ich darf mich... Manchmal... Es ist das zweite Mal jetzt heute, dass er festhängt. An bestimmten Stellen. Ach ja. Dann nehme ich doch noch den Rest der Folge auf. Wo ist Tobi? Tobi war eben... Tobi war bis gerade eben noch da. Kurz bevor du hierhin gekommen bist. Den hast du knapp verpasst, den Tobi. Irgendwann finde ich dich. Gut an. So, Entschuldigung. Wo ist der Typ, der sonst hier vorher drauf war? Gar nicht vorsichtig genug sein. Du hast es schon gewollt. Nein. Okay, wie mache ich das? Ich muss ablenken, glaube ich. Ich muss mehr ablenken. Das versuchen wir jetzt mal. Ich finde dich und dann fick ich dich. Das ist aber nicht nett. Ja. Kiste. Steht halt einfach, wo er ist, ne? Okay. Früher oder später läufst du mir in die Arme. Das glaube ich nicht. Aber jetzt so von oben so einen Takedown machen könnte, ne? Solltest du nicht unten sein? Nein. Rüste den Fall aus dem Konto. Was kurz und schmerzlos. Hab ihm den Nebel rausgezogen. Und was macht er? Beißt mir fast die Finger ab. Mann! Ah, du verkackter Dreckswichser, ey, Mann!
Ach man, das wird so. Warum dreht er sich dann um, der Kacksack, ey? Da! Ich versuch's jetzt nochmal. Vor allem weiß ich gar nicht, was ich da gemacht hatte, oder? Solltest du nicht unten sein? Okay, also nicht schießen, einfach nur runterfallen. Runter auf ihn fallen und dann einfach. Ich muss nichts machen. Er macht dann einfach. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das ist nämlich auch eine Fähigkeit, die wir uns nämlich freigeschaltet haben. Bist du fünf oder was? Komm raus! Solltest du nicht unten sein? Warum denn so schüchtern? Gute Idee. Merke ich mir fürs nächste Mal. Jetzt, wo du es sagst. Seine Augen braucht er auch nicht mehr. Bist du fünf oder was? Komm raus! Du Scheißkatze! Das ist doch nicht wahr, ey! Oh. Wir kriegen das hin. Was für ein... Weißt du, genau dann dreht er sich rum. Seine Augen braucht ihr auch nicht mehr. Komm, dreh dich um. Warum denn so schüchtern? Scheiße, wie? So viel zu still und leise. Wer hat mich hier? Wer? Und ihr so? Alles gut. Ja. Denn? Oh, cool. Eine Hose. Warum denn so schüchtern? Okay, dann haben wir es doch noch halbwegs. Warum siehst du mich hier unten durch? F you. Immer das Gleiche. Ich sag's dir. Schlimm. Jetzt mal anders, pass mal auf. Ich glaube, wir besuchen ihn einfach mal. Wir werden jede Menge Spaß miteinander haben. Guckt in meine Richtung? Guckt in meine Richtung. Kannst du auch woanders hingucken? Statt Wind in den Haaren muss ich mich um diesen Scheiß kümmern. Guck die ganze Zeit in diese Richtung, ne? Scheiße. Warum denn so schüchtern? Wow. Okay. Also so 100% Skill. Skill sowieso nicht, aber 100%
Stealth ist es jetzt nicht alles gewesen, das ist mir schon klar. Aber ganz ehrlich, hier muss ich aufpassen, dass ich hier nicht dazwischen komme. Flup, 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 flup. Bist du fünf oder was? Komm raus! Sehr schön. War hier jetzt ein Typi oder? Nee. Warum denn so schüchtern? Okay. Papier können wir uns jetzt relativ sicher bewegen. Sehr schön. Jo, er ist, glaube ich, hier unten in diesem Container drin, ne? Kann das sein? Nee, warte mal. Freies Saul. Oh. Ach so, es ist... Okay. Hallo, nimm das Geld. Saul ist da unten. Schallplatte, klar, sag ich nicht nein. Als Musikliebhaber. Ah, alles klar. Jetzt weiß ich auch hier was mit... Hier kann man weiter runter, alles klar. Nur die Frage. Um dich kümmere ich mich persönlich. Scheiße, wie? Zur Stelle und wo weiter. Ist er? Wo ist das? Also ich renne gerade extra. Weil ich wissen will, wo ich hin muss. Hier rein? Alter, was ist hier los? Guckt euch mal die Minimap an. Verstehe nicht so ganz, wo ich hin muss. Verstehe es nicht. Ist er hier drin? Nee. Wo ist er denn? Da unten. Du musst ja... Ja, aber ich bin doch gerade der... Hä? Ich bin doch der Game-Linie so halbwegs gefolgt, oder nicht? Weil, er ist ja irgendwie unter mir, aber ich komme ja nicht weiter runter, oder? Kein Stockwerk tiefer von da, wo ich jetzt bin. Minimap. Ja, ja, ich gucke die ganze Zeit auf die Minimap. Hier. Er ist unter mir. Er ist definitiv unter mir. Hier komme ich nur nach draußen. Was? Ach so. Ach, okay. Alles klar, ich nehme alles zurück. Willst du von den Ratten gefressen werden? Okay, einer. Scheiße, wie? Zwei. Das sind nur die beiden? Okay. Ich weiß, es ist viel Quick Save, Quick Load und sowas, aber komm, das ziehen wir jetzt noch durch. Beziehungsweise. Naja, eigentlich. Halt die Schnauze. Eigentlich nicht mehr heute, weil eigentlich jetzt das Ende der Session erreicht ist, aber schauen wir mal. Spielen wir jetzt etwa Verstecken? Ja.
Ach, fuck. Fick dich doch, ey. So viel zur Stille und leise. Was? Fickt euch doch alle ins Knie, ey. Ganz ehrlich. Ach, Mann. Von mir aus können die Sessions immer so gehen, ja? Von mir aus aber nicht. Ach ja. Komm, ich versuch's jetzt einmal. Ein, zwei Mal versuche ich noch. Aber eigentlich ist die Zeit abgelaufen und ich will jetzt nicht noch mehr überziehen, weil ich muss mir noch ein bisschen was zu essen machen. Dann müssen wir den Rest leider morgen machen. Es tut mir leid. Aber es geht nicht immer alles. Lebend kommst du hier nicht wieder raus. Hallo. Hallo. Weißt du was? Scheiße, Bee. So viel zu still und leise. Komm, kriegst du noch Verseuchung. Wir müssen uns neu aufstellen. Das ist ein Synapsen-Burnout. Und du kriegst noch einen Optik-Neustart. So eine Scheiße. Das war's. Hi. Du hast es doch gewollt. Du kriegst noch einen Waffenglitch. Hallo? Ah, Panam. Hier liegt ein Mädchen. Tot. Ausgeweidet. Ich glaube nicht nur wegen ihres Chroms. Perfekte Raffin! Seelenlose Pisser! Für diese Wichser gibt's keine Grenzen! So. Und genau deswegen schleiche ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist mir nämlich egal. Gut infiltriert haben wir, also unsere Mission, unseren Auftrag haben wir im Prinzip abgeschlossen, so wie wir nur unbemerkt, das haben wir durchaus geschafft hier rein. Über einen sehr coolen Weg, wie ich finde auch. Aber das ist jetzt im Prinzip halt auch dann der Teil der Mission, den haben wir halt erledigt, wie er erledigt werden sollte. Den Rest müssen wir ja dann nicht unbemerkt bleiben, denn ne, letztendlich sind diese Typis, diese Gang ist halt auch echt fies, wie wir gerade gemerkt haben. Und ich glaube nicht, dass ich das mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, die einfach nur sanft zu behandeln. Das nein, deswegen. Huströchel. Aber hier. Aufklärungsbericht. Raffen. Die raffen's nicht. Da muss ich echt dran denken. Fick BD. Okay. Da muss ich echt dran denken. Feuerfick. Hautschmelze. Fick dich selbst. Noch viel mehr. Muss dran denken, dass ich mit Raffen einen lustigen Folgentitel mache. Wahrscheinlich werde ich nicht dran denken, aber mal gucken. Klinikbedarf, Gliedmaßen. Ach, sind das so Glied, also so Körperteilschleuser oder sowas? Kann das sein? So in die Richtung. So, sorry, ja, ich wollte ihn vielleicht mal zu Ende laden lassen. Okay, Leute. So, das reicht jetzt aber. Sorry, kleiner Cliffhanger. Ich wüsste jetzt auch gerne, was mit Saul ist und so, aber es ist einfach, die Zeit ist einfach vorbei. Es tut mir leid, ich habe sogar schon ein bisschen überzogen. Ich habe sogar schon 25 Minuten überzogen. Also von daher passt das schon. Eine komplette Folge im Prinzip. Danke jedenfalls, Entschuldigung, falls das laut war. Danke jedenfalls fürs Zuschauen, hat mir echt Bock gemacht. Und morgen Abend für die Leute auf Twitch hier geht's weiter, wie üblich. Und danke fürs Zuschauen. Ja, ich bin sehr gespannt, was hier noch weiter vonstatten geht.
Ach ja. Und tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.